nichts in der Runde, aber jetzt kommen mit 54. We expect them to die. No, Mr. Bond. Ja. Also, ihr Wound und Poison machen sie auch nicht, weil irgendwie keiner von uns neben ihnen stehen wollte. Komisch das. Aber jeder von ihnen hat einen Reichweite 4, 5er Angriff. Hm. Es fängt an Nummer 2 hier in der Ecke. Der hat in Reichweite 3 den Tinkerer und den Crackheart und der Tinkerer war früher dran, der kriegt den Angriff. Ich ziehe. Sehr gut, dass er sich verteilt. Ich nehme 5 Schaden. Ich gehe von 12 auf 7. Okay. Dann ist dran Nummer 4. Und der hat in Reichweite. René, bist du jetzt unsichtbar? Ich bin unsichtbar. Dann wird er statt dir den Blut angreifen. Naja, Tinkerer kommt vor. Er greift dich an. Ja, es ist ungesund. Halte ich das noch aus, nur wenn er keine Mal 2 plus 2 zieht. Na, schauen wir mal. Karte. Ich fürchte, du kriegst noch einen dritten Angriff auch. Plus 2. Ja. Okay. Plus 0. Ich nehme die 5 Schaden. Ich krieg noch einen dritten Angriff. Ungesund. Ja, ja, tatsächlich. So, Nummer 8 greift dann mich an. Wäre ich jetzt wohl, wenn er nicht dann Fluch zu seiner Karte verliert. Na, ich verliere eine Karte. Ich gebe eine Karte her aus meiner Hand. Und ihr könnt inzwischen den Angriff auf den letzten Angriff machen vom 9er. Alter, der geht auf mich. Die Karte. Plus 1. 4 Punkte. Minus irgendwelche Abzüge, die du noch irgendwo hast. Ah, ich habe keine Abzüge mehr. Okay. Elende Viecher. Ich glaube, es waren alle dran. Wir ziehen ein Teil. Wie zieht man das? Aber es ist urblöd, weil jetzt habe ich mir sogar die Karte rein. Naja, ist egal. Nummer 10. Das heißt, wir haben noch einen Night Demon, der einen schönen festen Ouch kriegt. Da gibt es einen 2er und einen 3er. Wie verdoppeln wir die? Ja, das kann auch nur ich, wirklich. Ja. Okay. Na, da kommt der 3er her. Oder 2er kommt da. Achso, da kommt der 3er hin? Ja, da kommt ein 3er hin. Oder 2er. Und da kommt ein 2er, genau. Auf welchem Feld stand der Night Demon? Überlebt er das? Da. Der überlebt. Was stand da? Der überlebt das fürchterlich. Das sind nur 12 Schaden. Ja, überlebt. Aber er ist so gut wie tot. Boah, welcher der 2er war das, gell? Der Schaden bleiben 3 über. Und er geht, ich würde fast sagen, aufs Feld 4. Lass ihn bei mir, erreicht man von mir, nicht weiter als 3 Felder von mir. Warum hebe ich das so? Weil da mache ich einen Fernkampfangriff auf ihn. Ja, er muss. Na, er muss gehen, er muss da runter gehen. Eins. Er muss da auf das 3er oder auf das 4er Feld. Ja, da muss er sich schon selber rausbewegen von dem Ding da. Aufs 3er Feld. Warte mal, wird er nicht rausgeschoben? Er wird rausgeschoben auf ein leeres Feld, das daneben ist. Es gibt kein leeres Feld daneben. Ich schau mal, wenn da empty steht, dann ist er dasselbe, was gerade der Michi hatte. Na, das kann nicht sein. Nein, Adjacent Hex steht hier. Also darf steht er da. Bewegen. Ja. Und ihr habt schon auf 3 runter. Ja. Wir sollten schauen, dass wir nächste Runde die 2 wegbekommen. Wieso ist der noch da? Ich krieg den 4er weg. Und ich werde den hier weg. Und die 2 werde ich jetzt wegputzen. Echt? Ja. Okay. Na, dann mache ich einen Brutalo-Angriff. Da verliere ich zwar die Karte, aber dann mache ich gleich einmal Schaden auf das Ding und noch auf den Deep Terror 2. Ist das okay für euch? Ich wäre es fast lieber, dass du zwei Deep Terrors wegmachst.
Naja, der Andi macht eh den einen weg. Den Vierer. Ja, wenn du den wegmachst und den. Oder den. Ja, das Problem ist der. Naja. Oder könntest du die unteren zwei wegmachen? Ich habe nur noch einen schönen Angriff jetzt. Ja, du hast den und du hast den. Und wir können ja auch rumschlagen. Ja, aber der Angriff funktioniert nur so, dass ich nur einen von den beiden angreifen kann. Und deswegen würde ich den unten angreifen, weil wenn ich den unten angreife, kann ich gleichzeitig auch noch dem Ding da einen Schaden machen. Ach so, okay. Verstehe. Wie viele Angriffe machst du in dieser Runde? Zwei. Also wenn ich den Angriff mache, den ich machen will, dann mache ich... Was? Ich habe dich nicht mehr gehört. Ihr seid jetzt alle wieder weg. René? Ja? Oh, deine Verbindung ist gerade urschlecht. Nochmal, wie früh bist du dran? Das kann, ich kann sehr früh dran sein, wenn ich will, oder spät. Ja. Na, weil ich eine Karte hätte, mit der ich plus 1 Angriff geben könnte, die auf alles. Aber da müsste ich vorher dran sein und das... Oh. Schaue ich, dass ich spät dran bin. Ist mir eh ja, lieb, weil ich bin noch unsichtbar. Nein. Leute, da stimmt was nicht. Was der stimmt Vierer nicht? Ist gerade verletzt worden, der hier, oder? Ja. Ja. Aber der hat immer noch 15 Leben. Entschuldige, ja, das haben wir verkehrt gemacht, ja. Ja. Danke, Ande. Naja, schau, der Punkt ist der, René, wir sollten beide schauen, dass wir so früh dran sind wie möglich, damit wir vor diesen Terrors dran sind, wenn die wieder irgendeinem Fernkampf angreifen. Also für mich gilt ja, das weil nicht. Weil ich bin noch unsichtbar, also, bis ich dran bin. Ja, ja. Aber ich muss früh dran sein, also schauen wir mal. Naja, dann vielleicht ist es eh gut, wenn du früh dran bist und ich spät. Ja, aber ich kann nicht so früh dran sein, ich weiß, wie früh du dran sein kannst. Nein, so früh dran sein kann ich nicht. Wie du glaubst, dass ich sein kann. Okay, dann probiere ich es, dass ich dir noch einen plus 1 Angriffsbonus gebe. Ich werde spät dran sein, Hartmann. Obwohl, besser wäre es, selber anzugreifen. Hartmann muss sich selber heilen und das früh, weil sonst wieder vielleicht... Soll er machen? Ich habe schon gesagt, ich werde eher spät dran sein. Oder eigentlich sogar sehr spät dran sein. Ja, ich muss früh dran sein. Oder mal 2 und ich bin ja 4, 2. Ich muss die Cloak of Invisibility so gut ausnutzen wie geht. Ja, stimmt. Du bleibst doch da stehen, wo du bist, René, für deine Angriffe, gell? Ja, dann gebe ich dir das plus 1. Atmen, bewegst du dich halt nager? Nein. Ich werde halt vermutlich tanken. Wenn die wieder einen Fernkampfangriff machen, werde ich tanken. Ich spiele mit dem... Ja, Atmen, ich halte es mir vielleicht zu... offen, dass ich dich ein bisschen heilen kann, ja? Na, ich werde mir offen halten, dass ich abhaue. Nein, ich halte dich. Ich heil mich selber. Warte, ich muss. Ich brauche noch ein bisschen. Ist okay. Noch keine Felder mehr, wo ich wirklich gut hingehe. Und wenn ich frühe Initiative habe. Fuck, wird zu mir kommen wahrscheinlich. Da stehen bleiben, ich muss mich heilen. Michi, wie früh bist du dran? Du bist spät dran. Soll ich früh dran sein? Das ist schlecht für deine Heilung. Wenn du früh dran sein kannst, wäre mir das recht, weil dann mache ich selber einen Angriff und kann meinen Angriffsbonus nicht nur für den René, sondern für mich auch gleich nutzen. Mach das. Aber dann muss ich mich weißt du, da kommt jetzt nicht um was an Heilung, gell? Ja, im Notfall halte ich dann halt einen Angriff aus und muss noch eine Karte opfern. Na, ich heile mich sowieso selber auch. Also deine Heilung ist wichtig, aber sie ist nicht das Ein und Alles. Ich gehe voll auf Attacke. Okay. Eine Entscheidung ist gefällt und getroffen. Aber es wäre mir recht, wenn du früh dran bist und mich auch ein bisschen heilen kannst. Würde mir helfen. Obwohl, wenn du früh dran bist und draufhaust stattdessen, wäre es noch besser. Ich meine, ihr könnt bedenken, der Deep Terror 9 kann uns mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr angreifen.
Den können wir ignorieren. Wenn ihr jemanden angreift, dann greift die zwei da hinten an, den 4 und den 8. Das ist generell eine Runde, wo wir früh dran sein wollen und fest drauf haben, weil dann killen wir viele Deep Terrors. Oder überhaupt viele Monster eigentlich. Bevor die überhaupt was machen können. Auch wenn deren Karten böse sein sollten. Außerdem haben sie 9, 18 Karten und da sind 3 Curses dabei, ich bin zuversichtlich. Ich habe bis jetzt Reichweite 4 gehabt, gell? So 3. Nein, in der ersten Runde. Schau mal. Ja, in also der, das ist die letzten, in der vorletzten 3 und dann 4. Ja, also die, den 8, den 9er kann man nicht vergessen, gell? Doch, nein, er sieht uns nicht, weil da die Obstacles dazwischen sind. Ja, aber drüber schießen kann er. Ja, drüber schießen, er kann drüber schießen. Line of Sight, ja. Obstacles nicht blockiert. Ja, das ist wie ein Tisch. Stell dir das wie ein Tisch vor. Ich dachte, das ist einfach zu und aus. Nein, weil es zugestutet ist. Und steigt. 3:45, nur zu deiner Information. Mhm. Jetzt schon? Ja. Tatsächlich. Ja, ist mir. Spielen wir die Runde fertig, oder? Ja, ich würde gerne die Runde fertig spielen, ja. Ich kann eigentlich den 9er, der hat 5 Leben, gell? Also wenn weg. Du statt der Heilung draufhauen kannst, dann haut auf. Ja, das wäre ich jetzt auch. Glaube ich. Problem ist, ich kriege ihn aber nicht weg, wahrscheinlich. Wir hauen alle drauf jetzt. Ich war auf den 9er auch. Kannst du auf den 9er auch draufhauen? Nein, den erreiche ich nicht. Eben, siehst du, vom Thema. Das ist wurscht, den schnupfe ich nach einer Runde vom Schaden her. Dann werde ich dich nicht heilen können, okay. Gell? Ja, ist in Ordnung, ich heile mich selber. Gut, dann mach das anders so. So. Wahnsinn, absolut. Ah, warte mal. Hey. Ande? Ja? Bevor ich es nachher vergesse, ich bin morgen um 17 Uhr bei dir. Passt, ja. Hat Martha oder Robert irgendwas gesagt wegen morgen? Nix, keine klare Ansage. Ja. Okay. Ganz zusammen. Geht schon. Okay, deck mal auf. Schützt dich jetzt hart mal wahrscheinlich, gell? Was tue ich? Jetzt. Ich hab 18. Ich werde mich mit einem Gegenstand heilen. Hart mal, ich schütze dich. 13. Dich? 13. Ah, ich sehe schon, ja. Was du vorhast. Das hier von beiden einen. Das wäre blöd. Schauen wir mal, was die Gegner machen, bevor wir uns festlegen. Ja. So, die Night Demons, die erzeugen wieder Nacht und bewegen sich um 4 Felder und greifen dann mit 6 an. Oh, 3-4 kommt leider zu mir. Und die Deep Terrors sind spät dran und haben wieder ihren Fernkampfangriff. Zuerst ein Nahkampfangriff mit Poison. Oh, das sind sogar Nahkampf. Dann Fernkampfangriff, minus 1, aber immobile. Oh, Rent 5, nicht schlecht. Ja, die erreichen alles. Ja. Und. Also, ich krieg die zweimal fix ab. Er soll sterben. Ja, wenn sie dann noch. Da sind die hoffentlich dann weg. Ja. Ja, wobei das heißt, Night Demons sind ja auch erst nach euch dran. Du bewegst dich nicht weg von dort, wo du bist, Michi. Ja, ich kann mich dann nicht wohin soll ich mich bewegen. Achso, naja. Ja, ich könnte mich höchstens darauf bewegen. Du könntest dich auf die Coin bewegen oder darüber. Eben, genau. Warte ja, mal. Ich schaue nur gerade an, was ist, wenn du die Karten umgekehrt machst, wie du planst und die obere Hälfte von Unstable Upheaval nutzt, weil ja Erdenergie gerade da ist. Ob das was bringt. Ja, aber dann verliere ich die Karte, ja. Ich kann nur die Move 4 verwenden. Ja, ich könnte wirklich sogar daher gehen und den angreifen. Ja. Na, ich hätte jetzt angedacht, nein, das ist aber eine Wahnsinnsaktion. Nein, vergiss es. Danke, dann ich renne sicher nicht den Night Demon 2 entgegen. Ja, was. Mach den Schieß. Ah, nein. Du, ist es sogar gut, wenn ich daher gehe. Weil, wir können den Terror 2 kommt nach mir dran. Der kommt nach uns allen dran. Der kommt nach uns allen dran. Das heißt, der ist fix tot. Der ist weggenommen. Wartet mal, bevor ihr... Ganz kurz. Ja, wenn ich mich nämlich daher bewege, ja, kriege ich den nicht ab. Dann bekomme ich nur den Deep Terror. Ja, genau. Bevor ihr euch auf den Zweier stürzt, warum rennst du nicht daher und versuchst den zu killen?
den Vierer. Aber den kill ich ja dran. Weil der Tinkerer. Das Problem ist nämlich, den Zweier kille ich. Wahrscheinlich. Wenn ich jetzt. Ich habe jetzt einen Angriff 6. Mit dem plus 1 vom Hardmar. Okay, Hardmar habe ich dann plus 1. Dann mache ich so, dann greife ich den an, mit Terra 9. Und Hardmar der Night Demon 2 erreicht mich, gell? Ich hätte 4 Felder, der kommt bis daher. Ich muss das ja, sogar kannst weg. Du nicht, kannst du den Deep Terror 9 nicht angreifen und dann dich bewegen? Ja, mache ich jetzt. Das war ja die Idee jetzt. Okay. Wenn du der Zweier definitiv weil weg. Ich werde die Eagle Eye Goggles einsetzen, dadurch ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß, dass dann mache ich das jetzt. Ich greife den Deep 9 jetzt an, ja? Womit? Mit dem Fernkampfangriff, obere Hälfte, Massive Boulder. So, mach plus 2 Schaden, der bekommt 5 Schaden. Ein Lucky, das ist deine 5 Leben. Ja. Oh mein Gott, Lucky. Ja, das soll ich nicht treffen. Eine Münze kommt da noch hin, ich hole sie mal. Ja, wo war und dann hier, nehme ich die Karte quasi mit 4 Bewegungen, was eigentlich wurscht ist. Ich bewege mich dann daher, genau. Du gehst auf die Münze. Wenn der Ande. Ja, der Ande wird halt erreicht von einem. Ich kill ihn vorher. Ja, den killst du vorher sehr gut. Ja. Ich weiß nicht, Ande, bewegst du dich auch? Nein. Ich mach erreicht dich aber der zweite. Der Night Demon 2. Nein, der stirbt vorher, das haben wir gerade gesagt. Den Vierer kill ich vorher. Nein, der Night Demon 2 erreicht ihn auch. Achso, wenn er vier Felder geht. Dann muss er mich halt erreichen, ja. Das ist nicht anders. Blöd. Ja. Ich also kill jetzt auf jeden Fall 2, das hat Priorität. Dran, ja. Ich nutze einmal die Major Healing Potion, um mich um 5 zu heilen. Und dann tue ich sie gleich wieder Nein, ich warte noch im Refresh, vielleicht brauche ich was anderes. Ich heile mich mal auf 7 wieder rauf. Dann aktiviere ich die untere Hälfte von Enhancement Field. Das heißt, ich und alle Verbündeten, die neben mir stehen, wenn sie dran sind, kriegen plus 1 auf den Angriff in dieser Runde und dann mache ich einen Angriff. Und zwar die obere Hälfte von Toxic Bolt. Das ist ein Angriff 3 jetzt, der Poison verabreicht. Einen von den beiden oberen auf den gesünderen. Wer ist ja, gesünder? Kannst du auf den 8er. Warte mal ganz kurz. Mhm. Weil der Arne spielt eine Move, Attack Move 2 Attack. Dass du bewegst dich daher, gell? Nein, das mache ich nicht. Der Andi wollte 2 Fernkampfangriffe machen, oder? Ja. Nein, warte. Wenn du dich daher bewegst und den zweimal angreifst, ja? Dann hat das Ding wie viel Leben noch? Nein, ich kill den Vierer jetzt mit dem Fernkampfangriff. Die Terrors haben wir nicht. Warte. Und achso, ich kill auch den. Ich kill beide Vierer mit dem Fernkampfangriff. Ja, das ist richtig. Der wird halt den Angriff vom Night Demon 2 finden. Ja, hast du recht. Das ist es wert. Das heißt, René, welche hast du vor anzugreifen? Naja, den Boulder, also den Kristall und den Terror 2. Das heißt, den 8er greift keiner an, den werde ich jetzt angreifen, weil du killst ja wohl den 2er ziemlich wahrscheinlich. Ich nehme schon an, wenn ich die Eagle Eye Goggles einsetze. Ziemlich wahrscheinlich. Ja. Er hat 6 Lebenspunkte, ich mache 6 Schaden. Ja. Okay, mein Fernkampfangriff geht dann auf Deep Terror 8, das ist ein 3er Angriff. Ich patze. Aber er ist vergessen. Wirklich? Ja, ich hab mal wieder patze. Okay. Er hat so mager, legt eh seine Frostarmer auf. Meine Frustarmer. Achso. Meine Frustarmer. So. Aber ich habe plus 1 gehabt auf meinem Patzer. Auch ich tue wieder Naturenergie erzeugen. Aber der hat der andere. Ich bin so nutzlos. Du hast den Michi vorhin geheilt. Ja, ja, wenn du das nicht getan hättest, wäre das Spiel jetzt schon aus. Irgendein Element. Jetzt letzte Chance, dass ich meinen Traum hätte. Ich überlege mir, ob ich mir 2 Karten zurückhole. Naja, wenn du Wind erzeugst, dann kann ich nächste Runde. Das kann aber nächste Runde auch machen. Meine Sturmklinge einsetzen. Vergiss es, danke. Okay, Ande, du Troll. Es ist plus 2 Attack. Ja, ja.
Ich habe einen 5er Angriff. Plus 2, das macht 8 und 7. Ja. Chancen, den Deep Terror 8 wegzuräumen. Ja, schön. Den Deep Terror 8, davon brauchen wir nichts. Was hat das mit einer... Mit einer wenn dann für den Kristall. Ja, okay, mehr zu gespendet. Gut, das heißt... Andi ist dran. Na gut, dann fange ich mal Schlimmstes an. Genau, ich fange an also mit Bear Dagger, die obere Hälfte, einen 3er Angriff auf den Deep Terror 4. So, da habe ich noch keinen Disadvantage. Okay, der ist weg. Erwartet. Dankeschön. Genau. Obwohl der weiß sowieso wegkommen, weil jetzt 3 gezogen wird, aber gut. So ist es auch gut. Und dann greife ich mit der unteren Hälfte von Skirmish Maneuver. Den Night Demon 4 an. Night Demon 4 an, genau. Da habe ich jetzt aber auf dem hast du ein Disadvantage. Ja. Hat gereicht. Mhm. Hat gereicht. Zweimal. Nicht na, schlecht. Das zweimal also, hat er ja nicht nutzen können, weil das plus reicht. 0 ist gekommen. Plus 0 hat genau gereicht. Ja. Mhm. Gut, das heißt, ich bin dran. Das nenne ich 4. Also du kriegst 2 Erfahrungen. Das nenne ich Effizienz. Du bist nicht dran, René, der Night Demon ist vorher dran. Mhm. Stimmt, du hast recht. Es tut mir leid. Bewegt sich nämlich zum Andi hin. In 4 Felder. Das ist sein Fokus. Er erzeugt Dunkelheit. Mhm. Mit Angriff 6. Ich gehe hier um 1 weiter. Was tust du? Hier gehe ich um 1 weiter und krieg eine. Ich weiß noch nicht. Wieso? Vielleicht sieht er ja einen Fluch, es sind 18 Karten. Achso, verstehe. Ich dachte, hier werden immer solche Sachen gezogen, deswegen ziehe ich jetzt einen Fluch. Passt. Und es wird nicht neu gemischt. Nein, die Karte kommt einfach weg. Ich brauche das jetzt nicht, ich krieg nicht meine Erfahrung. Nein, kriegst keine Erfahrung. Man kann schon Pech haben in dem Spiel. Es ist. Ja, aber Ande, der war gut. Ich halte dich für Nachwuchstroll, aber der war wirklich gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, aber jetzt gut, darfst du reden. Darf ich? Danke. Gut. Ich mache zuerst einmal die Frost Armor. Ich erzeuge Eisenergie. Und dann mache ich die obere Hälfte von Impaling Eruption mit den Eagle Eye Goggles. Nicht viel. Willst du nur einen, oder? Idiot. Was? Da kannst was? Du einen angreifen. Greifst du einen an? Nein. Ich gehe über den Kristall. 1, 2, 3, 4. Ja, das heißt, ich greife den Kristall und den. Auf gut Deutsch darf der Hartmann schon wieder tanken, ne? Ja, ja. Was? Das stimmt überhaupt nicht. Diesmal ah, stimmt, tanke du ich. Ja, ja, richtig. Das stimmt. Ja. Mit Eisarmer. Sehr gut. Optimal. Gut, was wollte ich jetzt machen? Ah ja, ich greife zuerst den Kristall an. Das ist ein Angriff 6. Mit Eagle Eye Goggles. Gut, 7 Schaden. Schade, da wären mal 2 jetzt schön gewesen. Ja, so, jetzt habe ich 5-1. So. So, und jetzt greife ich den Terror from the Deep auch noch an. Ja, das ist nicht gut. Ah, das ist gut. Ah, Feuer! Sehr gut ausgezeichnet. Er ist hin und wir haben Feuer auch. Das heißt, nächste Runde zahlt sich der Angriff auch gleich mal aus. Die Terror 2 ist gekillt. René hat endlich was geleistet. Endlich ist gut. Ich bin der Einzige, der sich darum gekümmert hat, dass wir da rauskommen. Du bis jetzt. Zwei Erfahrungen. Verlierst die Karte. Runde 3 sind noch 2 Mobs da. Also ich würde mal sagen, das war immer so schnell weg, so schnell kannst du gar nicht schauen. Ja. Vor allem jetzt können sich der Tinker wegbewegen von dem Ding und du auch.
treffen, wenn die zwei auch noch weg sind. So, warte mal, kriege ich für diesen Kristall eigentlich auch einen Punkt, einen Erfahrungspunkt? Ja, ja, natürlich. Zwei Erfahrungspunkte. Dann kriege ich sogar drei Erfahrungspunkte. Achso, ja, wegen dem Crackling Air auch. Ja. Und jetzt kriege ich dann wahrscheinlich noch einen vierten durch die Frost Armor. Weil der Deep Terror 8 greift ja, ja mich an. So, das letzte, was wir heute machen, ist, dass wir den Deep Terror Angriff machen. Sein erster Angriff geht nirgendwo hin. Aber sein zweiter, der fokussiert den René. Und immobilized mich. Diese Kröte. Und du wirst immobilized. Ja. Sieht jemand? Du sagst. Ja, okay, gut, ich krieg keinen Schaden. Wurscht. Aber einen Erfahrungspunkt. Ja. Und ein Immobilize. Ich leg's ausnahmsweise neben die Figur und nicht auf deinen Dingsbums, damit man es deutlicher sehen nächstes Mal, damit man es dann. Und du ziehst aber noch welche Dinge runterfallen. Ich muss nicht vergessen. Was zieh ich noch runter? Ja, genau. Menschen. Sie welche, wo Menschen, ja, genial. Nummer 3. Was ist ein einzelnes? Verdammt. Warte. Da kommt auch ein einzelnes. Mhm. Ah, ich glaube, wir haben noch da. Da ist noch ein einzelnes. Okay. Da ist noch ein Dreier. Ja, ich mach schon. Dann nehmen wir eins von diesen hier. Hey, da stand vorher noch einer, wer hat den gekillt? Das war voll unnötig, Andi. Hm. Der wäre jetzt irgendwie. Ja, wirklich, Andi. Du hättest den anderen killen sollen. Also bin ich. Den anderen habe ich nicht erreicht. Er hat ihm den Magier die Erfahrung des der Eisrüstung nicht gegeben. Gut, das war's dann wohl für heute. Mhm. Ich tue noch alle Elemente vor Ihnen geben. Das ist eine Menge, nämlich ein paar. Andi, du kannst deine Karten noch. Kübeln. Auf Discord freigeben. Karten. Ja. Ich glaube, es sah gut aus. Es war ein gutes. Im Wesentlichen hauen wir jetzt nur eine Tür. Weil die Gegner werden wir. Ich meine, der eine hat noch 15. Leben und andere ja, alle mit 8 hat Päusen vor allem auch noch. So. Ja, genau, das hat mich verbracht. Ja. Jüngster Tinker ja. Bewegt sich sicher gern, also ja, die nächste Runde da dann hergehen. Mhm. Aber die Obstacles fangen schon an, also ihr solltet schon bemühen, irgendwie in die Nähe der Tür zu kommen, bevor da alles zugemüllt wird. Ich kann mich dort eh nicht mehr wegbewegen. Der Chinky Boy sagt. Es wird wirklich, wir werden Charms brauchen und Obstacle entfernen. Hartmann, wenn du daher springst, ja? Ja, da. Nein, du bleibst nicht stehen. Wie soll ich einen Nahkampfangriff da jetzt drauf machen? Okay. Ja, und ich mach nächste Runde, mach ich dann Rums. Ich glaube, ich kriege Angst. Ja, okay. Wobei, nur noch Zeit, also eigentlich brauchen wir uns, können wir auch mit so starken Angriffen, weil Karten losten jetzt wegen der Tür ist, glaube ich, nicht die richtige Idee. Ich glaube, wir können in diesem Szenario ohne Bedenken relativ viele Karten losten, weil es ein kurzes Szenario ist. Ja, aber trotzdem würde ich jetzt nicht, ich nehme trotzdem Karten, ich rede von losten, ich würde eine Karte, also ich kann einen 8er Angriff machen, ja, aber dann ist die Karte weg. Und ich wette mit euch, der Bate steht in der nächsten. Für die Tür sicher nicht. Eben. Karten lassen. Eben, deswegen sage ich. Einfach gleichmäßig dauernd jetzt drauf. Ja, genau. Mach halt noch zwei weg. So, ich speichere das ab. Ich beende den Stream an dieser Stelle. Ja.